Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Trend- und Volatilitätsstrategien. Das Ganze mit Wim Lievens. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich hier um 18 Uhr zum Webinar begrüßen. Ich bin super gespannt, was der Wim mitgebracht hat, ja, und was er zu erzählen hat. Ich hoffe, Sie natürlich auch. Ja, wenn Fragen sein sollten oder sowas während des Webinars, können Sie gerne immer in die Fragensektion reinschreiben. Ja, gehen wir immer, wenn es möglich ist, dann auch drauf ein. Ja, aber bevor ich den Bildschirm jetzt hier übergebe an den Wim, springen wir einmal zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, dieses Webinar natürlich auch. Das dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts davon als Handelsempfehlung, Anlageberatung oder dergleichen. Denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen, was das Handeln angeht. Ganz wichtig vorweg zu sagen, ganz gleich, was der Wim analysiert, handelt oder erklärt, ja, immer die eigenen Entscheidungen treffen. Ja, so viel von mir vorweg. Dann würde ich jetzt sagen, zack, zack, Wim, ich gebe dir die Bildschirmrechte. So, jetzt darfst du. Ja, dann schauen wir mal, ob du den richtigen Monitor nimmst. Ja, das siehst du hier. Website und vielleicht hier PowerPoint. Ja, genau. PowerPoint und Website sehe ich beides. Beides nebeneinander. Alles gut. Ja, okay. Dann kann es losgehen, Florian. Alles klar. Dann viel Spaß, viel Erfolg. Ich bin da. Ja, danke. So, einen schönen Abend, meine Damen und Herren aus Brüssel. Ja, ich bin Wim Lievens und ja, heute Abend, ja, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich bei FX Flat für die Einladung und ja, ich stelle euch mal gerne ein paar von meinen Trend- und Volatilitätsstrategien vor. Für all meine Fehler auf Deutsch, bitte entschuldigen Sie mich, weil ich habe den ganzen Tag Französisch gesprochen und diesen Übergang ist immer ein bisschen gefährlich und ein bisschen schwierig. Worüber will ich heute reden? Ich beginne mit das Geschäftsmodell und versuche mal endlich auf die Frage zu beantworten, ja, was kann man so mit dem Trading-Geschäft eigentlich verdienen? Und ich gebe euch da mal, weil da wird so immer ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, darüber geredet, aber man kommt nie so genau auf den Punkt, finde ich. Und ich will das mal gerne in 5 Minuten ganz, ganz kurz erklären, wie das aussehen kann. Und dann ein paar Worte über Analysen und dann geht es direkt, wie versprochen, über Trend und Volatilität und wie ich das sehe und wie man, gebe euch da ein paar Tipps, wie man damit loslegen kann. Und dann natürlich zeige ich das sehr gerne nachher auf die MT5 Trading Plattform. Wenn Sie Fragen haben über Ausbildungen, Tools und so weiter, kommen Sie nur auf mich zu via meine Website mytradeclass.com. Darüber rede ich heute Abend nicht. Heute Abend geht es über Trend- und Volatilitätsstrategien. Paar Folien und ja, vor, wie versprochen, vorher. Mal sehr, sehr, sehr wichtig. Lass uns mal reden über das Geschäftsmodell. Ja, und ich habe das an viele Leute schon, ihr seht ja, schon oft, ja, ich versuche das so gut wie möglich zu erklären, was das so ungefähr bringen kann. Und ich gebe euch hier mal ein Beispiel. Ja, das Modell, das ich am meisten versuche zu erreichen mit meinen Studenten, steht hier links, wo sie hier stehen, 58, ich nehme hier mal eine Pen dabei, so, und 58 und hier steht dann 42. Was meine ich damit? 58% sind Gewinntrades, 42% Verluste. Und da habe ich ein Beispiel genommen, im Durchschnitt verliere ich 100, und im Durchschnitt gewinne ich 150. Das ist mit einem Money Management, wo man in verschiedene Stufen, ich würde mal sagen, mit 2 Ausstiege, ist es durchaus machbar. Wenn ich hier das 100 Dollar oder Euro Risiko nehme,
Alle auf 100 Trades ist das 4200 Verlust, 8700 Gewinn. Sie nehmen noch, wenn Sie da Futures handeln oder irgendwo anders, die Gebühren auch nochmal weg. Ja. Habe ich hier nicht gemacht, können nochmal 500 sein. Manchmal ist es weniger. Aber das wäre dann eigentlich 45 Euro oder Dollar Gewinn pro Trade. Oder ich habe da, ihr seht das, EV, Expected Value. Wenn das Modell Ihr Modell ist und Sie machen 4 Trades am Tag im Durchschnitt, natürlich wird das nicht jeden Tag genauso sein, aber da haben Sie eine Idee, was das ungefähr bringen kann. Ja, natürlich, wenn die Expected Value nicht gut ist, wenn Sie irgendwo die Trefferquote von 58 nicht holen oder die durchschnittliche Gewinne und Verluste nicht holen, dann natürlich läuft es nicht. Und darum finde ich es so wichtig, dass Trader wissen, hey, was ist mein Modell? Wenn ich 100 Mal trade und ich habe dann ein bestimmtes Risiko, was kommt dabei raus? Das ist wie eigentlich jedem Geschäft. Dann hier das wunderschöne Beispiel in die Mitte von Scalping. 80% Trefferquote. Man gewinnt immer nur 2, 3 Ticks. Aber wenn dann die Position mal gegen uns läuft und das geht dann oftmals sehr schnell, dann hat man das Fünffache verloren. Es ist ein Modell, wo man oft Recht hat, aber leider Geld verliert. Da kommen auch sehr oft noch sehr, sehr höhere Kosten dabei. Und das Modell, auch wenn sich das, ja, das fühlt sich gut an, ist oft nicht so gut. Ja. Und dann kommt das Modell rechts und da gewinnen wir nur 35, 40% von unseren Trades und wir verlieren 65%. Und da fragt man, ja, wie ist das jetzt möglich? Ja, wie kannst du so oft verlieren? Liegst du dann so oft falsch? Nein, das hat zu tun mit dem Money Management, weil in diesem Modell schiebe ich den Stop sehr schnell nach. Das Problem natürlich dabei ist, dass ich sehr schnell rausgeholt werde. Oft zu schnell. Und dann muss ich wieder neu einsteigen. Das ist natürlich mental nicht einfach. Aber von den 100, die ich normal riskiert habe und die ich normal verlieren würde mit einem Verlusttrade, verliere ich natürlich, weil ich schnell nachschiebe, nur 50. Und weil ich hier aggressiv trade und nicht keine Teilverkäufe mehr mache, ich keine Teilausstiege mehr mache, ja, wenn die Position mal läuft, habe ich meine ganze Position mit. Das bringt, und das sind keine Übertreibungen hier, das sind echte Numbers, ja, das ist Realität. 4,5, 5, manchmal ist es mehr, das Fache von des Verlust. Das bedeutet, das Geschäftsmodell hier ist noch besser, weil hier habe ich 60 und da links hatte ich 45. Das bedeutet, das Modell, wo ich am wenigsten gewinne, nicht so oft gewinne oder oft verliere, aber ein bestimmtes Money Management mache, gewinne ich am meisten. Das Problem natürlich ist, dass das Modell rechts mental schwieriger ist. Nicht alle Leute schaffen das. Ich habe hier nur 3 große Beispiele gegeben. Es gibt unendlich viele Kombinationen. Was ich nur sagen will, ist, dass diese Zahlen soll jeder Trader kennen. Ich kenne natürlich die verschiedenen Modelle und ich weiß, wenn meine Studenten das eine oder das andere Modell versuchen zu erreichen, weiß ich ungefähr, welche Ergebnisse das geben muss. Und wenn man im Demokonto zum Beispiel oder mit kleines Echtgeldkonto das ein paar Wochen, Monate tut und man hat so 400, 500 Trades gemacht
Und man sieht seine Statistik. Ich gebe auch immer ein Excel-File dafür, um das zu sehen. Dann gibt man die Leute viel Vertrauen. Weil ich kann hier viel erzählen natürlich. Also, ja, das ist diese Trefferquote und diese. Aber wenn die Leute es natürlich tun und sie sehen es selbst, das ändert die ganze Sache. Und so baut man mentales Kapital auf und so kann es losgehen. Ja, das Geschäftsmodell vom Trading. Ich denke, was jeden Trader kennen muss oder versuchen muss zu erreichen, ist sein Modell genau auf den Punkt zu bringen und genau zu wissen, das ist mein Modell und auch, dass er dann weiß, ich hatte einen guten Monat oder einen schlechten. Die 58 hatte ich nicht diesen Monat, ich hatte nur 55, aber okay, mein durchschnittlicher Gewinn war ein bisschen höher. Sie verstehen, was ich meine. Jedes Geschäft, jeder Geschäftsmann, jede Person, und das sind ganz viele, die in einem Geschäft arbeiten, die wissen mehr oder weniger, okay, das ist gut, das ist nicht gut, es sollte so viel ungefähr sein. Es ist im Trading nicht anders. Ich sehe es und ich höre es zu wenig. Ja? Damit wollte ich mal anfangen, weil ich bekomme oft Fragen darüber und ich will das dann auch mal gerne teilen. Und dann lass uns mal über Trend- und Volatilitätsstrategien reden. Und viele Leute will natürlich immer wissen, ja, okay, wo soll ich einsteigen? Was ist die Bewegung? Wo soll ich einsteigen? Und man wartet da eigentlich auf Signale mit sehr oft Indikatoren. Und ja, das wissen die meisten schon, dass ich kein sehr großer Fan bin von Indikatoren. Ich habe nichts dagegen, aber was die meisten Leute vergessen, ist, dass es ohne Indikatoren auf einem normalen Chart, wo nichts draufsteht, eine Minute, fünf Minuten, 60 Minuten, was es auch sein soll, ja, was sie auch gerne treten, unheimlich viel Information steht. Da ist so viel Information in diesem Chart und dann sagen die, ja, aber wenn, da steht nichts drauf und es ist nicht ganz wahr. Ja, man muss nur verstehen, wie man die Sache beobachtet. Ich zeige es euch heute, ich gebe euch da ein paar Tipps mit. Ich habe da natürlich ein ganzes Regelwerk dafür entwickelt, wo Leute ein Regelwerk haben, eine bestimmte Struktur, um sich das vernünftig anzuschauen. Wenn Sie nach dieser Preisanalyse noch Ihre Indikatoren extra dazu nehmen will und damit vielleicht kann man mit Indikatoren auch andere Sachen sehen, wie Divergenzen und diese Geschichte. Fair enough. Aber man soll verstehen, dass in Preis und Volumen ist auch wichtig, eigentlich 80, ja, oder 80% oder mehr von aller Information steht, die man eigentlich ja, wissen oder analysieren muss. Ja? Und alle Indikatoren, das ist extra. Und nicht umgekehrt. Ja? Gut, nur man will das Ding strukturiert beachten. Es ist natürlich so wichtig, Trend- und Seitwärtsphasen auseinanderzusehen. Darum auch heute Trendstrategien. Womit ich eigentlich sagen will, wenn ich keinen Trend sehe oder habe, wird nicht gehandelt. Es ist schon schwierig genug, in Trendphasen Geld zu verdienen. Die meisten Leute schaffen das auch. Aber in Seitwärtsphasen wird es sehr schwierig, weil wenn man dann Trendstrategien hat und man wendet die an in Seitwärtsphasen, das funktioniert oft nicht. Und leider sind Märkte 35% der Zeit in Trendphasen, aber 65% von der Zeit in Seitwärtsphasen. Das bedeutet, was man, wenn man es blind handelt, nur auf Signale, alles, was man gewinnt, darf man sagen, in Trendphasen,
geht man wieder zurück und mehr in Seitwärtsphase. Ja, und darum ist eigentlich diese ganze Analyse hat nur einen Zweck. Habe ich jetzt einen Vorteil, um zu handeln, ja oder nein? Soll ich überhaupt handeln jetzt? Das ist die erste Frage. Wenn die Antwort nein ist, nicht handeln. Es ist die wichtigste Strategie von allen. Das ist zu wissen, wann man nicht handeln soll. Ja, es ist immer das Zauberwort in meine Kurse ist oft weniger. Weniger Charts, weniger Instrumente, weniger Strategien, weniger Indikatoren und weniger Handeln. Nur handeln oder treten, wenn man echt einen Vorteil hat. Und diesen Vorteil kann man sehen. Wenn man ihn nicht sieht, nicht handeln. Kann ich damit in die Zukunft schauen? Nein. Aber ich kann nur sehen oder entscheiden, wie es jetzt ist. Ja. Und das ist wichtig. Das ist objektiv. Ja. Und das gibt dann einen leichten Vorteil. Und wenn die Leute, die es gut machen, schaffen es Trefferquoten bis 60-65%. So gut wird es. Aber 80% wird es nie. Ja, das sind Sachen, woran ich überhaupt nicht glaube. Es ist, wie ich sagte, ein leichter Vorteil. Okay? So, nur ein kleines Beispiel, ja, von ein paar Sachen. Ich habe nicht die Zeit um alle, weil ich will über die Strategien reden heute. Aber man muss verstehen, wie beginne ich an die Sache? Und ich gebe immer so, ja, einen Tipp. Ich sage, versuch mal einen Trendkanal zu zeichnen. Ja, beginn mal damit. Und dann diese rote Linie, die Sie sehen, das ist der Kontrollpreis. Das ist eigentlich da, wo Profis entscheiden, ich habe billig oder teuer gekauft. Weil ich hoffe, ihr versteht, dass in dieses Trendkanal Profis versuchen einzusteigen an die Unterseite des Kanals. Und nicht oben. Oft Retail-Traders steigen zu spät ein. Warum? Weil man wartet, bis Indikator A, B und C in eine Richtung oder in die gleiche Richtung gehen und wenn alles wunderbar und schön ist und die Luft ist blau und man steigt oft ein, wo es ein nicht immer, aber zu spät ist. Ja, hier damit kann man solche Sachen vermeiden. Diese Kontrollpreislinie, die oft eine Unterstützung- und Widerstandslinie ist, im Zentrum von dieses Kanal, ist ein Schiedsrichter, um zu sagen, eine Seite ist billig, die andere Seite ist teuer, wenn es nach oben ist, natürlich unten, wenn es nach des Kanal nach unten geht, ist der Preis oben. Das ist sehr wichtig. Auch Exit oder ich vielleicht auf Deutsch Exzesspreise, wo man Übertreibungen hat, ja, auf einer Seite von des Kanal. Und was Leute da oft denken ist, der Preis ist aus des Kanal gebrochen, ich muss da einsteigen. Das ist nicht immer wahr und ich muss ganz ehrlich sagen, sicher in einem Kanal, das Richtung hat, öfter nicht der Fall. Warum? Sehr oft ist es eine Übertreibung und geht der Preis zurück. Wie Sie hier sehen, wenn er aus dem Kanal kommt, da wo die 1 steht, hier, da, ist er eigentlich früher oder später wie auf dem Weg ins Kanal gegangen. Ja. Dann auch Fair Value Zonen. Was ist eine Fair Value Zone? Das ist eigentlich für Profis wunderbar. Für uns Daytrader, die mit 2, 10 Lots handeln, mit relativ kleinen Positionen, ist es sehr schlecht. Warum? Eine Fair Value Zone ist eigentlich eine Zone, wo Käufer und Verkäufer sich über den Preis mehr oder weniger einig sind. Das bedeutet, der Preis geht hin und her, oft in eine sehr kleine Spanne, aber bewegt sich nicht. Für Profis ist das wunderbar. Viele Leute verstehen es nicht, aber die mussten riesen Positionen kaufen und verkaufen. Und die wollen ihre Ruhe haben.
Die will ganz, lass mal sagen, ein Trader muss eine sehr große Menge von Kontrakten kaufen. Er kann das unmöglich auf einmal kaufen und er muss das langsam aufbauen. Wenn der Preis da schön ruhig liegt, kann er langsam diese Position aufnehmen, ohne dass jemand es sieht. Weil jemand es sieht oder es gibt verschiedene Käufer, dann früher oder später geht der Preis nach oben und muss er mehr bezahlen. Und das will er nicht. Es geht um viel Geld. Darum, es sind Zonen, die Profis lieben, weil da können sie ihre Arbeit in ganz schöne Ruhe machen. Wir sind nichts damit, weil wir können in diese kleinen Bewegungen oft kein Geld verdienen. Wir haben nicht das Kapital, um diese Position aufzubauen. Ja. Darum, wenn wir Fair Value Zonen sehen, und man kann die so sehen, nicht reden, warten. Man kann dann Alarm eingeben, wenn es auf die eine oder andere Richtung geht und so weiter. Alles wunderbar. Aber solange das nicht der Fall ist, nicht reden. Ja. Gut, jetzt, ich will hier das. Darf ich kurz einmal Ja. unterbrechen? Weil es sind zwei Fragen reingekommen. Ich weiß nicht, möchtest du die Fragen lieber mittendrin machen oder Ich möchtest du kann die? die Fragen beantworten. Ist hier eine Frage? Ich habe Footprint. Ja. Das ist eine Frage über WL-Bars. Ja, darauf komme ich noch. Die kann man benutzen, für bessere Einstiege zu haben. Das ist eine Möglichkeit. Desto kurzfristiger man handelt, desto mehr Vorteile, dass die WL-Bars haben. Aber für Leute zum Beispiel, die Forex handeln auf Stundenbasis oder Aktien handeln auf Tagesbasis, kann man diese Trend- und Volatilitätsstrategien, die ich heute erkläre, auch nutzen. Ja, ich komme auf die WL-Bars noch, Florian. Ja? Gut, hier sehr einfaches Bild über Seitwärtsphasen, Trendphasen. Und sind in eine Seitwärtsphase, was sieht man noch? Wenn die Hochs oder Tiefs höher oder tiefer oder wird Druck aufgebaut in eine oder andere Richtung. Ihr seht es unten, wird Druck aufgebaut nach oben. Da Nummer 3, wird Druck aufgebaut nach unten. Das ist Akkumulation und Distribution. Das bedeutet, in dieser Phase sind zu viele Käufer oder Verkäufer, die den Preis in eine Richtung drücken. Das bedeutet, man ist da noch immer in der Range, aber da kommt Druck in eine bestimmte Richtung. Und dann, das kann man sehen, und dann kann man erwarten, ich würde vorsichtig sein, dass der Preis in die oder andere Richtung ausbrechen wird. Und dann sind wir natürlich fertig mit unseren Strategien, weil dann gehen wir von einer Seitwärtsphase in eine Trendphase. Aha, und dann sind wir interessiert. Solange, dass wir drin sind, da können wir nichts tun. Ja, okay, wir gehen weiter. Ich will jetzt direkt nach die Strategien gehen. Ja, sehr wichtig, dass wir Zeit dafür nehmen heute. Und ich gehe, ihr seht hier das Bild, das ist ähnlich wie das Bild, das Sie vorher gesehen haben. Ja. Und ich weiß es, es gibt tausende Strategien. Aber ich frage euch, wie viel Bewegungen kann ein Preis machen? Und ich habe sie so mal versucht, in fünf Kategorien einzublenden. Ich will auch nicht behaupten, dass das die einzigen Bewegungen sind, aber es sind Bewegungen, die sehr oft vorkommen. Ja? Und ich denke auch, dass viele von diesen tausende Strategien, die es gibt, dass man, wenn man nur nach Preis, wenn man nur die Preisbewegungen beobachtet, dass man die in einer von diesen fünf Kategorien unterbringen kann. Was sind die Trendkorrekturen? Ich will es hier mal sagen. Ich habe mit dieser die Trendkorrektur, das bedeutet, wir kommen in einen am liebsten jungen Trend, Neutrend, und wir haben die erste Korrektur oder die zweite Korrektur.
Das ist ein wunderbares Ding, um zu handeln. Ich habe meine Karriere vor fast 25 Jahren damit ja, begonnen, auf, ich will mal sagen, Tagesbasis mit Aktien, amerikanische Aktien. Habe damals noch ja, normal gearbeitet. Ich hatte nicht die Zeit am Tag, um zu daytraden. Ich habe damit meine Freiheit verdient. Ja, nach 3, 4 Jahren bin ich dann Profi geworden. Ja. Eine Bewegung. Eine. Und nur zu wissen, ich will nur die Bewegung handeln. Und es muss so und so aussehen. Ja. Man braucht keine 36 Strategien. Ja. Die Leute bei mir in Ausbildungen, die es schaffen eigentlich nach. Es dauert eine Weile, oft 9 Monate, 12, 15 Monate, sind die, die auf eine bestimmte Zeit sagen, ich will nur das und das machen. Ja, und die auch nur das machen. Das funktioniert noch immer am besten. Wenn man sieht, man will alles machen oder dies oder das wird schwieriger. Ja, okay. Nummer zwei sind Klassiker, Breakouts. Ich erkläre euch heute, warum diese Breakouts oft so schwierig zum Handeln sind und warum viele Leute eigentlich mit dieser Strategie nicht immer gut klarkommen. Ich würde das hier als Beispiel nehmen. Unsere Unterstützung und Widerstandstests, wo, wie man das auf Englisch sagt, Bounce, ja, sehr schöne Strategie. Impulsbewegungen, das sind eigentlich sehr starke Bewegungen, die unterwegs sind, wo man eigentlich oft nicht mehr reinkommt, aber mit Bewegungskerzen, WL-Bars, kommt man da sehr oft noch rein. Das will ich euch auch nochmal zeigen. Und dann natürlich Trends, ja, früher oder später drehen die auch mal. Ja. Und das sind auch nicht immer, aber manchmal sind da auch Möglichkeiten, um zu handeln. Das sind die fünf. Schauen Sie sich das Bild an rechts hier. Sehr einfach. Das sieht eigentlich sehr, sehr einfach erklärt. Aber das ist es. Eigentlich sollte jeden Trader im Kopf diese Bewegungen sehen. Und das kann man jedes Instrument, jede Zeiteinheit. Das muss man erst sehen. Man muss sich orientieren. Wo bin ich? Was für eine Bewegung bin ich? Was könnte es jetzt geben? Und dann kann man auf Signale warten. Okay? Gut. Ja. Mal weiter. Ich kann euch ein paar Tipps geben. Ich will es auch noch auf die Trading-Plattform auch nochmal zeigen. Und ich will auch die Analyse für euch nochmal machen. Aber ich will ein paar erklären. Ja. Und auch über die WL-Bars will ich dann auch nochmal etwas sagen. Ja. Kann ich auch auf die Plattform live machen. Das ist immer schöner, immer besser. Gut, Trendkorrekturen. Was ist eigentlich wichtig an einer Trendkorrektur? Mal sagen, ich zeichne hier mal drauf. Florian, kannst du das sehen, wenn ich hier schreibe? Ja, Wenn ich man sieht das. zeichne? Okay, Ja. gut. Lass uns sagen, man ist in einer Seitwärtsphase. So. Da läuft nicht echt etwas. Und dann auf einmal macht, haben wir so etwas, kommt zurück und dann möglicherweise, wie man das so schön auf Englisch sagt, higher high, higher low, höheres hoch, höheres tief. Möglicherweise. Ich gehe davon aus, hier, weil der Markt hier gezeigt hat, Käufer wieder da sind, gehe ich davon aus, dass wir möglicherweise wieder in eine Trendphase sind. Ja. Und könnte dann hier eine Trendkorrektur handeln. Kann man machen. 5 Minuten, WL-Basis, Tagesbasis. Wie ich schon sagte, ich habe nur das gemacht. 3 Jahre auf Tagesbasis und mit großen Positionen. Ne? Ja. Und das ist eine Sache. Punkt ist natürlich, was natürlich die Kunst ist mit Trendkorrekturen, ist, junge Trends zu erwischen. Weil wenn man so etwas hat,
Ja, wenn man diese Korrektur noch handeln will, das ist, ja, das ist Nummer 5 oder Nummer 6. Können die funktionieren? Ja, manchmal ja. Aber statistisch, die Logik ist natürlich, dass junge Trends, die erste Korrektur oder die zweite Korrektur, oft die besseren sind. Ja, nicht immer, aber oft. Das bedeutet auch, die erste Bewegung, die man hier sieht, ja, die verpasst man immer. Man kann nie vorher wissen, wann die kommt. Darum ist es, man muss warten, bis nicht, ha, ich denke, der Markt wird jetzt hier oder dahin gehen. Das ist drehen, was man denkt. Nein, man muss drehen, was man sieht, was objektiv da ist. Und in diesem Fall, diese Bewegung nach oben, die kann es in 5 Minuten geben. Aber auch nur morgen. Das bedeutet, erst muss der Markt mal etwas zeigen. Wir warten auf die Korrektur. Die Korrektur, wie groß muss die sein? Ja, jetzt kommt es auch mal. Ich würde mal sauber machen hier im kleinen Augenblick. So, ja. Wie groß muss die sein? So groß wie möglich. Warum? Desto größer die Korrektur ist, desto mehr der potenzielle Gewinn. Ich erkläre es euch mal. Ali, kann man sagen, die Bewegung läuft so. Korrektur, lass uns mal sagen, 30%. Ich steige hier ein. Stop ist da. Ich habe ganz zufällig vor, was ist es, 7 Jahren so mit Ausbildung, eigentlich noch ein Hobby, mit Ausbildungen angefangen. Und ich habe immer über Zentimeter gesprochen. Die Leute haben immer damit gelacht, weil ich sage, ja, ich riskiere hier 2 Zentimeter. Okay, was passiert dann? Bumm, er fällt nach unten, 2 Zentimeter verloren. Okay, gehe nochmal nach oben, 50% Korrektur, steige wieder ein, auch wieder da, 2 Zentimeter. Risiko, bumm, fällt wieder nach unten. Jetzt habe ich schon 4 Zentimeter verloren. Die meisten Leute hier steigen nicht mehr aus, steigen nicht mehr ein. Ja. Oder Indikatoren zeigen, dass es jetzt nach unten geht oder was auch sonst. Ein vernünftiger Trader, der weiß jetzt, wenn der Markt 70% korrigiert, dass eigentlich die Bewegung eigentlich noch besser ist. Ja, es hat auch mit Analyse zu tun, aber ich will es euch nur mal erklären, von die Praxis her. Und wenn das dritte Mal eingestiegen wird, ja, dann können 2 Sachen passieren. Eigentlich 3. Die erste ist, dass man einsteigt und man lässt die Position laufen. Aber sehr oft, wenn die Leute nicht mehr einsteigen oder wenn man hier einsteigt und die Position läuft 4 Zentimeter, dann sitzt hier so, ja, jemand auf die Schulter und die sagt, wenn ich jetzt meine Position schließe, dann habe ich meinen Verlust zurückverdient. So kann man nie gewinnen. Und früher oder später, nicht immer natürlich, läuft diese Position mal. Und dann ist es keine 4 Zentimeter, die man verdient, aber viel mehr. Darum auch die erste Frage, die jemand von mir bekommt, einmal, dass die Ausbildungen, die Theorie gemacht ist und da steht auch ein Tradingplan in diese Ausbildungen und so weiter. Aber die erste Frage, die da kommt, ist, wie viel Geld kannst du 3 oder 4 Mal hintereinander verlieren? Und das ist, um uns dafür zu schützen, weil anders wird das Trading pur emotional. Wir können das Ganze nicht mehr objektiv, ja, beobachten oder entscheiden. Und es ist, dann wird die Entscheidung emotional. Ja, oh, ich habe schon 2 Mal verloren, ich habe Angst, um noch ein drittes Mal einzusteigen. Und das funktioniert nicht. Ja? Darum, diese Trendkorrekturen, wunderbar, funktionieren auch gut,
Ich habe da bestimmte Signale gemacht und auch noch bestimmte Setups mit Kerzen, wo man ein bisschen eine größere Chance hat, um besseren Einstieg zu haben. Aber die Realität ist auch noch immer, dass man bereit sein muss, um hier dreimal hintereinander einzusteigen und nicht versuchen, ein System ineinander zu, ich würde sagen, basteln, wo man sicher ist, was man nie sein kann, dass man seinen ersten Einstieg gewinnen wird. Das gibt's nicht. Habe ich auch nicht. Ja. Aber so sieht es aus. Ja. Sehr wichtig und darum auch, dass ich persönlich finde, Seitwärtsphasen interessant, weil die sind immer, natürlich, ich weiß nicht wann, aber die sind sehr oft wieder der Beginn von einem neuen Trend. Trends, die schon alt sind und sehr weit gelaufen sind, das ist schön, aber da habe ich eigentlich die Bewegung verpasst. Und damit bin ich nichts. Darum, dass Trendkorrekturen, die aus einer Seitwärtsphase kommen, das sind die guten. Okay, gut. Gut, so, ich mache noch mal sauber hier und ich will euch dann noch ein paar Sachen hier weiter. Oh, das ist nicht gut. Moment, kleiner Augenblick. Hier so, ja. Ich habe nur ein paar Slides, das ist ein Beispiel, das auch nicht. Ja, das will ich auch mal zeigen. Das ist sehr systematisch gezeigt. Diese Kerzen, die ihr hier seht, das sind schon mal WL-Bars. Die WL-Bars haben immer die gleiche Größe und die haben verschiedene, die haben, ich finde, für kurzfristigen Handel echt seriöse Vorteile. Ja, finde ich echt. Für präzisen Einstieg, Money Management, wie man seine Stops verschieben kann und so weiter, aber auch in die Analyse, um sehr schnell Seitwärtsphasen und Trendphasen zu erkennen. Das geht mit Kerzen, die alle die gleiche Größe haben, denke ich, viel einfacher. Kann man leichter sehen, weil es sind sehr visuelle Sachen, die dieses Trading, ja. Gut, gehen wir hier. Ich will euch jetzt diese, ach, das will ich mal zeigen. Ich kann euch natürlich nicht jede Strategie in großem Detail zeigen, aber ich will euch nur mal erklären, hiermit die Breakout-Strategie, dass es nicht nur gut ist oder einfach ist, zu erkennen, wann Bedingungen gut sind, aber auch wenn man Signale handelt, dass man die Signale korrekt handeln muss. Was meine ich damit? Ich würde es noch mal zeichnen, das ist immer besser. Lass uns mal sagen, das ist hier die Breakout-Zone und man sieht hier Akkumulationen, das geht hier nach oben und könnte man sagen, ja, das oft gemacht wird. Leute legen hier eine Buy-Stop-Order, eine Kauf- oder Stop-Kauf-Order ein, weil man sagt, ja, wenn der Markt, der geht wahrscheinlich dahin und ich lege schon meine Order rein. Wenn der Markt ausbricht, bin ich dabei. In der Realität funktioniert das vielleicht, ich denke, 25% von aller Fälle. Weil in 75% von aller Fälle wird diesen Stop geholt und fällt der Preis wieder zurück in die Range. Es ist natürlich auch nicht so schlau von uns Trader, um unsere Position so offen zu zeigen. Wir haben natürlich sehr kleine Positionen, aber muss man verstehen, vielleicht machen viele hunderte Traders das. Profis sehen das, die holen sich diese Stops. Das ist eine einfache Sache. Und dann schütteln die mal am Baum nach unten, alle Stops werden gelöscht. Ja. Und das kann man so ein paar Mal machen. Darum, es kann natürlich auch ausbrechen. Es kann.
Aber ich denke, es ist mental für viele Leute nicht machbar, um es so zu handeln, weil zu viele Trades würden nicht funktionieren. Und es ist eine super Strategie, weil warum sind Breakouts oft gut? Weil die Breakout-Zone ist klein und wenn der Markt ausbricht, oft sind es, dann nicht immer, aber wenn es eine gute Bewegung ist, dann läuft es oft, ja, im Verhältnis weit. Und da hat man CRVs von, ja, 8, 9 oder mehr. Ja, darum ist es sehr gut. Aber man muss die Einstiege vernünftig machen. Ja. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Manchmal Leute, die legen die Order schon hier rein, die sagen, ja, ich bin fast sicher, es geht dahin und ich kaufe mal. Was sehr oft gemacht wird durch Profis, vor dass der Markt abgeht, ist, dass man so nochmal einmal sehr stark nach unten geht und dann geht's los. Und dann auch, bam, all diese Orders liegen raus. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit wäre, und das ist etwas, was viele Leute wahrscheinlich kennen, das ist, dass man sagen, wir haben Ausbruch, kommen zurück. Und hier berührt er natürlich das, ja, alte Widerstand, wird Support, ja, oder Unterstützung. Und dann, ich steige hier ein. Ist nicht verkehrt, aber sehr oft kommt es nachher, fällt es auch wieder rein. Es hat einen sehr schönen Namen, diesen Einstieg. Das wie soll ich das übersetzen? Der letzte Kuss, ja, the last kiss. Das ist was, wie das man das nennt. Ich würde es auch so nicht machen. Ja, wie ich es tun werde, ist, wenn hier ein neues Hoch gebaut ist, wenn dieses Niveau nochmal gebrochen wird, dann steigen Sie ein. Ist das eine Garantie für Erfolg? Natürlich nicht. Aber man wird sehr viele schlechte Einstiege rausholen. Sehr viele. Dann kommt dann die Frage, ja, wenn, lass uns mal sagen, wir haben Ausbruch und der Markt geht los, dann bin ich nicht dabei. Willkommen zum Training. Man kann nicht jede Bewegung handeln. Das größte Problem, das Trader haben, ist, dass man alles drehen will unter jede Bedingung und man hat so Angst, eine Bewegung zu verpassen. Und das geht nicht. Und darum muss man dann 75% Verlusttrades machen. Und dann sehr oft ist es dann so, man versucht es zweimal, diese Breakout. Das dritte Mal hat man Angst, man will nicht mehr. Macht man die Plattform zu und schaut am nächsten Tag oder am Abend und sieht dann genau, dass der Preis genau dahin gegangen ist, wo man dachte. Aber man hat es gut gesehen, aber man hat sehr oft schlecht gehandelt. Ja. Und ich würde es so mal versuchen. Und wenn der Markt dann echt so ausbricht, okay, warten Sie auf eine Korrektur. Und dann holen Sie die Korrekturstrategie aus der Tasche. Da haben Sie noch eine zweite Chance. Ja, ich denke, das ist besser. Ja, ich denke, viele Leute würden damit besser zurechtkommen. Das würde oft besser funktionieren. Ich zeige euch noch eine und dann gehe ich mal auf die Plattform. So viel, dass die Zeit geht natürlich zu sehr. Das mache ich nicht heute, das auch nicht. Ja, die Impulsbewegung. Jetzt. Diese Strategie habe ich echt auch selbst entwickelt aus purer Frustration. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich früher am Rechner saß. Da, ich habe immer auf die amerikanischen Märkte gehandelt und dann ging das Ding auf einmal whopp, los. Und ich sage, oh, guck mal, wie schön. Und gleichzeitig natürlich wusste, ich bin nicht dabei. Ich habe die Bewegung verpasst. Und natürlich ist es fast unmöglich, aber sehr schwierig, da noch reinzukommen. Wenn man zum Beispiel auf eine Kerze von
3 Minuten oder 5 Minuten handelt, da geht so eine Kerze nach oben. Wo muss ich dann machen? Muss ich hier noch einsteigen? Wo geht mein Stop dann hin? Hier unten? Wie mache ich das? Es ging nicht. Irgendwo hat das nicht funktioniert. Aber mit Bewegungskerzen funktioniert das sehr oft wunderbar. Warum? Weil so eine Zeitkerze von 3 oder 5 Minuten mit Bewegungskerze sieht das so aus. Die gehen ja sehr schnell, das ist wahr. Die gehen so nach oben und sehr oft, nicht immer, aber sehr oft zögern die so mal. Die bleiben so mal ein paar Sekunden hängen und dann hat man, wie man das so schön sagt, eine Triade. Das bedeutet tief, tieferes Tief, höheres Tief, ja, das ist, wenn es nach oben ist, das ist eine Triade. Wenn die bestätigt wird, hier, da, dann kann ich einsteigen. Und mein Stop geht dahinter. Und dann kann ich es drehen. Das ist die Momentum- oder die Impulsstrategie. Ja. Machen wir sehr oft, ist auch programmiert in das Super 5-System und so weiter. Aber die kann man auch mit, das, ich würde mal sagen, visuell, ja, ohne Tools, sehr schön handeln. Diese Strategie funktioniert echt viel besser mit Bewegungskerzen. Ja? Gut, jetzt. Ich muss mal zurück nach die Plattform. Okay, so. Ja, ich sehe hier noch Leute, die ich kenne von früher. Das freut mich immer. Ja, gut. Ich mache das mal zu und wir nehmen hier mal die Plattform MT5 und wie versprochen die Analyse. Jetzt. Ich habe es hier sehr einfach gemacht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber ich will es mal einfach erklären. Lass uns mal sagen, ihr wollt treten auf 5 Minuten oder 1 Minute, wie viele Leute tun es. Ich habe hier links Pfund Dollar, in die Mitte S&P 500 und rechts Tesla. Ja. Und unten steht 30 Minuten. Das könnte auch 15 Minuten sein, das könnte auch 60 Minuten sein, ist total unwichtig, weil ich will mich da eigentlich nur orientieren. Und was meine ich mit orientieren? Da meine ich, ich will nur wissen, wo sind die wichtigen Preisniveaus? Was sind wichtige Preisniveaus? Es hängt ein bisschen von das Produkt ab. Für Forex finde ich das so wichtig nicht. Vortageshoch, Vortagestief. Aber für Indizes würde ich das sicher, und auch Aktien könnte man Vortageshoch, Vortagestief ist schon mal wichtig. Pivotniveaus finde ich auch wichtig, weil die werden oft getestet, gebrochen. Wenn die gebrochen werden, dann ist oft das Ziel des nächsten Pivotniveaus. Warum sind diese Pivotniveaus nach meiner Meinung viel besser dann zum Beispiel Fibonacci-Niveaus? Weil mit Pivotniveaus, wenn die Trader sind, 1 Minute, 5 Minuten, 60 Minuten, alle sehen genau die identische Level. Und darum sind die natürlich aussagekräftig. Ja? Gut, und dann Volumen. Wenn man mit Futures handelt, kann man Volume Profile nehmen. Wenn man mit CFDs handelt, Forex, Krypto, kann man Market Profile nehmen. Eigentlich die Differenz zwischen beiden ist ziemlich klein. Das eine ist Preis und Zeit und das andere ist Preis und Volumen. Aber eigentlich, und ich will es nicht zu kompliziert machen, weil das ist überhaupt nicht nötig. Es zeigt sehr deutlich an, an welchen Preis viel oder wenig gehandelt würde. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kann euch nicht sagen, wie wichtig es ist.
kann ich damit sagen, wo die Reise hingeht? Ich würde mal sagen, ja und oder nein. Ich kann sehr deutlich sehen, oft nicht immer, was die meistwahrscheinliche Bewegung ist oder wo ich das meiste Potenzial habe. Das ist eins. Aber was ich absolut sehen kann, ist, wenn eine Bewegung beginnt, wo wahrscheinlich das nächste Niveau liegt. Das absolut. Ja. Man muss verstehen, als wir, das ist nicht unserem Geschäft, das sind die Profis. Aber ihr müsst verstehen, wir brauchen nur Bewegung. Preisbewegung. Nach oben, nach unten. Wir wollen nur eine kleine Reise mitmachen. Das ist das unserem Geschäft. Mit Profis ist es nicht so einfach, weil die haben riesen Positionen. Was brauchen die? Volumen. Die brauchen Volumen. Wenn es irgendwo an einem Level geht, wo kein Volumen ist, da können die keine Geschäfte machen. Und darum muss man und kann man mit Market Profile oder Volume Profile sehen, wo in die letzten Tage viel gehandelt wird und wo nicht. Und man muss verstehen, desto mehr Volumen, das an einem bestimmten Preis gehandelt wird, desto wichtiger ist der Preis. Ein Preis, wo kein Volumen ist, hat keinen Wert. Dann sagen die Leute, oh, das ist, ich sage mal was, das ist, da sieht man an die Kerzen, das war ein Unterstützung- und Widerstandsniveau. Kann sein. Aber wenn kein Volumen dabei war, hat das Niveau viel weniger Bedeutung. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Und das kann man sehen. Ich zeige es euch mal hier. Ja, warum nicht? Hier mal. Ja. Und das sind hier. Oh, so, ja, ich mache es mal so, dann ist es ein bisschen deutlich. Ja. Und was muss man hier eigentlich sehen? Ja. Ihr seht hier, ich zeichne es mal ein. Das ist heute. Das ist gestern. Ja, okay. Ihr seht hier, hier natürlich sind wir schon Nachmittag, Abend. Dann ist das Volumen von heute eigentlich auch schon wichtig. Aber sehr oft, wenn man im Vormittag handelt, auf S&P oder DAX oder etwas anders, dann hat man nur das Volumen von gestern. Weil heute gab es noch nicht. Denn das hier alles sieht man nicht. Und was das hier eigentlich zeigt, das ist, wie viel Volumen war da an diesem Price Level. Und hier seht ihr zum Beispiel, hier war am meisten Volumen. Seht ihr das? Das war da. Okay? Und man sieht hier so eine Linie und das im Volumen Profile heißt das the Point of Control. Man hat Namen dafür, aber das ist alles schön. Aber das ist schon mal ein sehr wichtiges Niveau, wo der Preis hingeht oder weggeht. Aber ist natürlich ein sehr wichtiges Unterstützung- und Widerstandsniveau. Und wenn das gebrochen wird, dann kommt oft ja, Bewegung in die ganze Sache. Was man hier sieht, diese zwei schwarzen Linien hier da, das ist, wie wir das nennen, die Value Area oder eine Zone, wo 70% von das Volumen gehandelt wird oder eine sehr wichtige Zone, wo gehandelt worden ist. Und auch da, die Niveaus sind durch jeder Trader gekannt und es bedeutet, wenn der Markt sich in diese Zone befindet, aber an diesem Tag hier, da, ja, dann geht es oft von einer Seite bis auf die andere Seite. Aber, und ihr seht auch hier, da, seht ihr das, da. Hier hat der Markt getestet, wollte nicht durch. Dann ist für jeden Trader das erste Niveau, ich mache mal sauber hier, weil das wird ein bisschen viel,
Ja, ich war hier, da, da, ja. Wenn er da nicht durch will, und das weiß ich natürlich nicht, wenn er da hingeht, kann ich sagen, ja, er geht raus, er geht durch oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn er hier durchgeht, dann kann ich treten nach oben. Er hat das Niveau rausgenommen. Wenn er es nicht tut, dann weiß ich, dass das nächste Niveau, wo er hingeht, ist hier das Volumen. Warum? Die Profis, die brauchen das. Die mussten handeln. Die gehen nach einem Niveau, wo man Geschäfte machen kann. Ja. Und wenn das dann hier noch rausgenommen wird, dann ist das erste Niveau hier. Und wenn das dann rausgenommen wird, hier, ja, ihr seht, hier ist kein Volumen. Hier war wieder Volumen. Seht ihr das? Da. Das hängen geblieben. Aber hier, und das ist sehr wichtig, das zu verstehen. Moment, wo bin ich hier? Da ist sehr wenig Volumen. Für uns wunderbar. Warum? Wenig Volumen, Preis wird oft nicht gebremst. Das ist ein Loch. Da fällt er durch. Versteht ihr das? Diese Analyse, das zu lernen, dauert auch keine 6 Stunden. Ja. Zu verstehen, wo bin ich? Was könnte passieren? Wo ist das Volumen? Was könnte die nächste Bewegung sein? Wie viel Potenzial habe ich in eine Richtung und in eine andere? Ich kann euch nicht sagen, dass es jeden Tag so ist. Aber sehr oft ist es so, wenn ich diese Analyse mache, dass ich genau weiß, wenn es da nach unten geht, dann trete ich nicht. Wenn es nach oben geht, mache ich das oder umgekehrt. Ja. Und das mache ich nur mit das hier. Und einmal, dass ich das hier habe, okay, jetzt habe ich eine Ahnung, wo ich bin, kann dann noch immer auf meinen Trading-Chart meine Analyse machen mit Trendkanal oder Fair-Value-Zone und so weiter, mein Regelwerk, um zu sehen, okay, muss ich hier einsteigen oder nicht. Aber die Orientierungsphase ist auch sehr wichtig. Ja? Und dann kommen wir natürlich auf das Trading und wir sind ja fast schon am Ende, aber dann will ich noch eins sagen, noch zwei Sachen zeigen. Wir wollen mal reden über Volatilität und über VL-Bars und warum und wie die miteinander verknüpft sind. Volatilität ist, wie stark bewegt sich ein Instrument. Bedeutet, wir natürlich Daytrader, wir lieben es, wenn viel Volatilität da ist. Wenn keine Volatilität da ist, weniger. Zwei Sachen darüber. Das erste ist das Money Management. Ich habe dafür ein kleines Tool entwickelt, das die Volatilität automatisch berechnet. Warum ist das so notwendig? Lassen wir uns mal sagen, Sie drehen auf 5 Minuten. Und die durchschnittliche Volatilität ist 10 Punkte. Da könnte man sagen, ja, 10, ich stelle so meinen Stop hin auf 20 Punkte. Prima, zweimal zwei Kerzen und dann kann ich verschiedene Ziele eingeben. Das wäre schon mal sehr gut. Aber lasst uns mal sagen, die Volatilität geht auf 20. Dann reicht diesen Stop von 20 Punkten nicht mehr, weil da wird man konstant rausgeholt, nur durch die, ich würde mal sagen, natürliche Bewegung des Instrumentes. Das bedeutet, Money Management, Stops und Ziele mussten immer korreliert sein an die Volatilität. Dieses Tool macht das automatisch. Ich zeige euch das mal kurz. Ich kann, würde ja nur blöd einsteigen, aber wenn ich zum Beispiel hier sage, ich kann hier berechnen, das Tool berechnet automatisch, wie groß die Volatilität ist und ich kann dann sagen, ich will meinen Stop haben auf 2- und 3-mal die Volatilität und mein Ziele, ich habe hier 4 Ziele, ich kann auch nur eins nehmen, auf 2, 3, 5, 8, 20 mal die Volatilität. Und er berechnet das automatisch. Wenn ich das jetzt auf 1 Minute mache
oder ich mache das auf 60 Minuten. Das System passt sich automatisch an. Ich zeige es euch mal, wie das aussieht. Ich gehe da mal rein. Ja, und ihr seht hier, ich hoffe, ihr könnt sehen, dass ihr zwei Stops habt und vier Ziele. Ja, habe ich berechnet hier 2, 3 und habe dann 2, 4, 6 und 10, glaube ich, drin. Ich kann das anpassen, wie ich will und kann dann natürlich auch darauf klicken. So, tap, das nachschieben. So, tak, tak. Und kann das hier mit meinen Zielen auch machen. Und versteht ihr, das funktioniert eigentlich wunderbar in MT5 und kann man so machen. Es ist sehr visuell und hier natürlich passen die Stops und Ziele immer, weil die angepasst werden an die Volatilität. Okay, gut. Jetzt gibt es noch einen Weg, den ich denke, noch besser ist für kurzfristigen Handel. Und dann gehe ich mal hier auf eine leere Seite. Moment, da. So. Es dauert immer ein bisschen. Ja, mal sehen, ob wir noch Fragen haben. Volumen im MT 4 und 5 nimm mit CFDs und Forex wird Volume Profile nicht funktionieren. Da musst du Market Profile nehmen. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Ja, gut. Jetzt lass uns mal sagen, wir nehmen hier Nasdaq mal rein, 1-Minuten-Chart und jetzt. Ich nehme hier mal meine BL-Bars, schiebe die hier rein. So, und lass uns mal sagen, das ist der Nasdaq. Wie ich an die Spannegröße komme und so weiter. Ihr könnt da gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen. Da steht alles erklärt, wie ich die Berechnung mache. Aber um jetzt ein bisschen Zeit zu sparen, gehe ich hier mal auf, ich sage, Punkte. Und ich will den Markt ansehen im Nasdaq mit 2 Punkten. Jede Kerze soll 2 Punkte sein. Dann sage ich, okay. Es dauert ein paar Sekunden. Das ganze Ding muss ich jetzt laden. Ihr werdet das sehen. Links oben erscheint da Open New VL Bars Chart. Ich klicke da drauf. Hopp. Und jetzt, da hat man es. Ja, sehr deutlich. Diesen 1-Minuten-Chart könnt ihr nicht schließen. Ja, ich kann ihn wegmachen. So. Aber nicht schließen. Ja, anders funktioniert es nicht. Ja. Und ihr seht hier, dass natürlich die Struktur von die Bewegung, die ist viel deutlicher. Ja, sicher für schnellen Handel. Ich sehe damit sehr viel einfacher Trendbewegungen, Struktur, Seitwärtsphasen und so weiter. Es ist besser. Ihr könnt einmal, dass ihr diese Chart, dass ihr dieses Tool habt, all ihre eigenen Indikatoren, Linien, die ihr gerne habt, könnt ihr da draufstellen. Ich benutze immer das, aber das ist nicht für heute. Ich benutze da immer mein Superfive-System. Das kann so aussehen. Ich zeige euch nur ein paar Vorlagen. Dann seht ihr, wie das aussieht. Das kann so aussehen. Mit Farben, mit verschiedenen Wellen, wo ich dann diese Bewegungen, die ich euch heute erklärt habe, Korrekturen, Fortsetzungstrades oder Momentumtrades, Umkehrbewegungen und so weiter, die sind hier alles in dieses Tool aufgenommen, das heißt Super 5 Tool, aber das ist vielleicht für ein nächstes Webinar. Florian, ich denke, ich bin durch, ja, für heute. Okay, alles klar. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank an dich, Wim, auf jeden Fall, für das super interessante und natürlich auch informative Webinar. Ich hoffe, den Teilnehmern hat es auch gefallen. Ist tatsächlich noch ganz gut voll geworden, der Raum hier. Schöne Fragen gestellt. Finde ich immer gut, wenn das Ganze ein bisschen interaktiv auch ist. Von daher, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Ja, bleiben Sie gesund und wie immer, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Wim, schönen Abend. Ja. Bis zum nächsten Mal. Schönen ciao, ciao. Abend alle. Ciao, ciao.